So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und wie ihr sicherlich schon wisst, spielen wir natürlich The Last of Us. Und ich freue mich aufs Spiel. Ich bin total begeistert gewesen, auch von der PlayStation 3 Version. Und ja, es ist ja ein Horror Survival Action Adventure von Naughty Dogs. Und das Ganze gab es damals auch für PlayStation 3, so kurz bevor halt noch die Vierer kam, kam es damals noch für die Dreier raus. Und was ihr sicherlich jetzt schon merkt, ihr seht mich. Hallo! Genau, ich spiele das Ganze mit Facecam und wir werden natürlich jetzt direkt in ein neues Spiel starten, so dass ihr da nichts verpasst. Und wir spielen dann ganz natürlich auf normal. Ihr seht, da ist ein Schwierigkeitsgrad mehr dabei, und zwar dieser erbarmungslos. Ich bin am überlegen, wenn ich das Spiel hier im Let's Player mal durch habe für euch, dass ich dann Moment, dass ich dann vielleicht den erbarmungslosen Modus mal im Stream zeige in der Let's Player Show. Wir werden sehen, schauen wir mal. Also steigen wir mal ein bei, jetzt wollte ich schon erbarmungslos drücken, bei normal. Und ihr seht, es ist taghell bei mir. Ich so, jetzt muss ich eben eine Speicherdatei erstellen. Hui. Und dann geht es jetzt auch schon los. Und ja, wie gesagt, ich bin echt schwer begeistert gewesen damals bei der PlayStation 3 von dem Spiel. Und das wird, glaube ich, jetzt auf der Vierer auch nicht anders sein, denn die Story ist mega geil. Die Story ist mega geil. Die hat Hand und Fuß, hat sie, die ist bewegend, emotional, also was da Naughty Dog, also da muss ich ein riesen Lob aussprechen, was Naughty Dog da auf die Beine gestellt hat in diesem Spiel. Was storymäßig angeht und auch spielerisch, Wahnsinn. Ganz, ganz großes Kino. Also daraus könnte man echt einen Film drehen, aus der Story. Aber ihr werdet es ja sehen jetzt hier im Let's Play. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's los. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, die ist Was? Schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. So, da wären wir auch schon im Spiel. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Danke, Tommy. Wie viel Uhr ist es?
das? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Remastered auf der PlayStation 4. Ich gucke mal in die falsche Kamera, ich gucke mal in die PlayStation 4 Kamera, dabei muss ich ja da reingucken. So. Und wie man sieht, vom Aufräumen hält es ja auch nicht viel. Ne, hier haben wir was. Ach verdammt, ich habe mich total vergessen. Congratulations. Kann ich die irgendwie aufmachen? Ah, okay. You're not a fossil yet. Happy birthday, dear dad. Let's see you're never around you. Hit the music in. Oh, das ist total geil. Kennt ihr das auch? Also wenn die Sonne direkt auf den Bildschirm scheint und alles blendet und alles schwarz ist, da sieht man überhaupt nichts. Das ist total super. Das ist gut. Interior. Disappears. Moves. Little. Something. Okay. Ihr habt es jetzt gelesen, mein Englisch ist not very good. Das wisst ihr ja von der Let's Play Live Show. Okay, so. Dann machen wir mal die Tür auf. So. Und dann schauen wir uns mal um. Dad? Hui. Okay. Sehr schön. Auch eine Tür, machen wir mal offen. Was haben wir hier? Ach, hier ist das Badezimmer. Natürlich, nach dem Ausstehen natürlich erstmal waschen. Erstmal. Schicke Spiegel. Was haben wir da? the mixing spikes at area hospitals. 300 Infection. Okay. Da stand schon irgendwas von Infektion von 300 oder 300 Leuten. Eine Krankheit. Daddy? Und natürlich dürft ihr euch darauf freuen, dass die Folgen natürlich länger werden. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggression neigen und, sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Es scheint, dass die Soldaten hinter mir. Wow. Also soundtechnisch ist es sehr, sehr geil. Kommt sehr schön rüber. Dad? Auf Kopfhörer gerade. Und auch lichtstimmungsmäßig und grafisch ist es schon. Ist schon eine Wucht. Also. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau dran erinnern, Dad? Wie es auf der PlayStation 3 aussah. Aber naja, gut. So. Was ist bloß los? Was ist bloß los? Okay. Sein Telefon. Ja, es vibriert und klingelt. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Kann ich da irgendwas machen? Ruf an. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Das war Tommy, den wir ja vorhin am ich habe jetzt gedacht, da steht jemand. Das war den wir vorhin am Telefon hatten, der so sehr aufgebracht klang. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Das stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Jim! Dad! Jim, komm her! Komm her! Ich hab's ganz vergessen. Wow. Nein! Du hast ihn erschossen. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich.
müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Da ist überall Blut. Ich meine, lasst uns einfach abkommen. Scheint sie so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Wir gehen. Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Wie geht's dir, Lisa? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar. Danke. Natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hier. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Was Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind schon. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Das wird kommen. Wir hätten helfen sollen. What? So. Sollten wir mal schleunigst aus dem Auto raus? Es wird Zeit. Falls sich jetzt einige fragen, der Blödmann hat eigentlich seinen Timer gestellt. Ja, habe ich. Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, dass es so gewesen ist, der Anfang. Also ich bin schon lange raus. Also einige Sachen echt, also... Uiuiuiui. Wow. Oh. Hui. Ganz schön was los hier.
ein kleines. Mann, geht doch an der Seite! Mann! Krasse Scheiße, ey. Wow. Lauf weiter, mach, dass ihr wegkommt. Komm schon. Oh mein Gott. Was? Los, du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Danke, Tommy. Wir treffen uns dort. Mach schnell. Ja, dann wollen wir mal. Wow. Ab zum Highway. Wir sind fast da. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey, helfen Sie uns. Stopp. Bitte. Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist Stopp gebrochen. Da stehen. Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tom? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß. Da kriege ich ein bisschen Pipi in den Augen. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines. Sarah. Kleines. Kleines, bring mir das nicht. Bring mir das nicht. Oh Gott. Bitte nicht. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Vertrau auf die Fireflies. Sommer. Zwanzig Jahre später.
Oh, unser Joel ist ein wenig gealtert. Gut, nach 20 Jahren. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Geben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Gute Idee. Also müssen wir jetzt Robert wahrscheinlich gleich aufsuchen. Unseren Robert. Entschuldigung, ich habe schon wieder so einen komischen Frosch im Hals. Ich weiß immer, wenn ich Let's Plays aufnehme, habe ich sowas. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. So. Ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch drauf für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Ja, und nun geht ja, aber den Prolog haben wir ja jetzt kennengelernt am Anfang. Jetzt geht das richtige Spiel ja los, wo es ums Überleben geht. Vor uns läuft Tess. Alle Einwohner müssen stehen, wenn der Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da, es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Und unser Protagonist heißt Joel. Und da stehen die Leute an, um auf Lebensmittel zu warten. So weit ist es gekommen. Oha. Das scheint irgendwie eine Razzia zu sein. Hallo Jungs. Darf ich hier gucken? Zurück. Ja, ich hab... wahnsinnig, verschwinde hier. Was ist denn in der Pfanne? Nein, ich bin nicht infiziert. Halt, es ist falsch. Bitte. Okay. Wow. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Ja. Umso mehr die sich wegschleichen. Umso mehr sie sich wegschleichen, genau. Wo ist der Mark? Das weißt du nicht. Er hat Lebensmittel abgefälscht. Was ist das? Was glaubst du? Ich habe uns Papiere besorgt. Die sollten uns keinen Ärger machen. Okay. Jetzt müssen wir durch den Checkpoint. Einen Checkpoint passieren mit unseren Pässen oder unsere Papiere, die Tess uns besorgt hat. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke.
Was? Hier links, da unten. Achso, okay. L1 für Sprinten gedrückt haben. Okay, jetzt kriegen wir so ein bisschen das Spiel erklärt. Und jetzt haben wir auch rechts unten am Bildschirmrand eine Anzeige. Am unteren Bildschirmrand, das ist wahrscheinlich unsere Lebensanzeige. Ich meine, ja, das war so gewesen. Zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Medikit. Verarzte deine Wunden mit einem Medikit. Du brauchst Zeit, um ein Medikit zu benutzen. Halte dich an einem sicheren Ort auf. Rüste das Medikit mit Steuerkreuz nach oben aus und halte dann R2 gedrückt, um zu verbinden. Drücke X zum Fortfahren. Und ich würde sagen, wie wir uns verbinden. Und mein Gott, entschuldige bitte. Wie wir uns mit dem Medikit verbinden und wer die ominösen Fireflies sind, weil wir haben ja gerade schon wieder gehört, Fireflies. Das seht ihr in einer weiteren Folge, da werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr erfahren. Und dürft euch freuen, denn am Erscheinungstag dieses Videos werden natürlich zwei Videos, weil ich habe ja versprochen, dass ich direkt zwei Folgen raushaue. Und dürft euch natürlich freuen, denn ihr könnt jetzt direkt im Anschluss das nächste Video euch anschauen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, macht's gut, ciao.